Spielern mit. Das war eben ganz klassisch, von rechts angezogen nennt man das. Also der erste Spieler geht auf die erste Lücke zwischen den ersten beiden Abwehrspielern und die müssen dann immer die Lücken zumachen. Und wenn man zu langsam diese Lücken schließt und weiterrückt, dann ist irgendwann eine große Lücke und dann kann man da ganz einfach durchgehen. Jetzt zweimal der Abpfiff. Was hat er jetzt gepfiffen? Stürmerfoul? Ich würde sagen Schritte, aber ich bin mir auch manchmal nicht so sicher. Wichtig ist für die Spieler auch nicht unbedingt was, sondern dass es einfach jetzt in die andere Richtung geht. Das ist manchmal uninteressant. Da hat man eben die Lücke gebildet, indem der Halbe nach außen raus ist und da außen von hinten rumkam. Trotzdem, dass es da so eng aus war. Ich glaube, drei Perleberger Spielerinnen meine ich da ausgemacht zu haben. Deswegen hat es wahrscheinlich auch nicht geklappt, was sie versucht haben, weil es einfach zu eng stand dort. Es waren zu viele Spieler auf einem Raum. Wieder den Pfiff in die andere Richtung und ich weiß wirklich nicht, wieder nicht warum. Willst du das vielleicht aufklären? Nee, das habe ich jetzt auch nicht gesehen, weil ich gerade auf die Beinführungen geachtet habe. Aber manchmal sind es so Kleinigkeiten. Also Möglichkeit wäre zum Beispiel eine falsche Sperre von dem Kreisläufer, wenn der dort war. Manchmal liegt es aber auch an solchen Sachen, das war es jetzt in dem Fall aber nicht. Der Außenspieler ist zum Beispiel von außerhalb der Spielfläche eingelaufen, dann würde es Einwurf geben, weil es ist auch nicht gestattet. Das sind viele Möglichkeiten.
Das ist nun mal manchmal im Handball so, dass die Schiedsrichter Sachen sehen, weil man gerade auf die andere Seite geguckt hat, hat man es noch nicht gesehen. Und jetzt gibt es 7 Meter und 2 Minuten gegen Cindy Wagner. Das war jetzt an den Arm gegriffen und dadurch 2 Minuten? Ja, also das war halt dieses gefährliche Spielen in diesem Moment. Ne? Die Spielerin war eigentlich alleine schon vom Tor, sie konnte nur noch von der Seite eingreifen und deshalb 2 Minuten und 7 Meter. Und erneut der Lattentreffer von Theresia Meissner, der dann nicht drin ist. Und auch dieser 7 Meter, damit der dritte schon, ist nicht verwandelt. Oh, und der Nachwurf. Dann drin. Von Susanne Freitag. Das hat mich doch ein wenig verwundert gerade. Wo die Perleberger stellen für Caroline Gruschke. Die wirkt doch relativ klein für so einen Shooter, also für so einen Halbraumspieler, der von hinten kommt und die Bälle drauf wirft. Das hat man öfter mal. Überraschungseffekt spielt da ja auch eine Rolle. Aber manchmal hat man einfach nicht so viele Aufbauspieler, die auch diese körperliche Größe haben, dass man einen etwas kleineren Spieler einsetzen muss. Der hat dann aber vielleicht den Vorteil, dass er spielerisch etwas besser mitdenkt, in Anführungsstrichen. Also mehr durch die Lücken geht, vielleicht schneller ist im 1-1 und nicht einfach nur hochsteigen kann. Und hier jetzt gibt es 2 Minuten Strafe gegen Grünwald-Schwerin, gegen Theresia Meissner. Und wieder der Schuss von Caroline Gruschke an die Latte. Das war jetzt der 2. hintereinander. Also werfen kann, also die Wurfkraft hat sie jedenfalls, die Genauigkeit fehlt etwas. Ja, bei ihr ist natürlich das Problem, sie wirft etwas aus dem Hohlkreuz. Weil sie so klein ist, muss sie natürlich sich weiter strecken, um oben rüber werfen zu können. Dann kann man natürlich nur noch nach oben werfen und nicht mehr nach unten, weil sonst würde man ja den Abwehrspieler abwerfen. Also kann er nur noch nach oben gehen, das ist dann für den Torhüter schon etwas einfacher, dass dann nur noch nach oben geworfen werden kann. Aber das ist natürlich ein Defizit dann, ne? Wenn man zu klein ist als Aufbauspieler. Perleberg ist jetzt wieder vollständig, damit Grün-Weiß in Unterzahl. Aber das war eine schöne Finte von Bonnie Lenz, erfolgreich abgeschlossen. Zum 11:7. Ja, stellt sich mir die Frage, wenn ich zu klein bin als Aufbauspieler und dann schießen möchte. Oh, der Ball ist schön reingefallen da. Und Claudia Daloch. Würde mich jetzt interessieren, was passiert, wenn ich dem Gegner abwerfe. Einfach wenn ich zu tief ziele und ihm das Ding über den Schädel ziehe. So ganz angenehm ist das ja nicht, aber wird das dann geahndet? Es kommt auf die Situation drauf an. Wenn es jetzt zum Beispiel aus einem Freiwurf heraus ist, dann kann das durchaus mit Rot bestraft werden, weil es ist ja sehr gefährlich, wenn sich der Spieler nicht bewegt und man schießt ihn einfach mal so ab. Das gilt auch für den Torwart. Dort ist es genauso beim 7 Meter. Wenn der Torwart am Kopf getroffen wird, ohne dass er sich Richtung Ball bewegt, ist es auch eine rote Karte. Aber jetzt aus dem Spielgeschehen heraus ist das immer etwas schwierig, weil die Spieler bewegen sich ja nun mal in der Abwehr und deshalb wird das meistens nicht geahndet in dem Sinne. So, jetzt ist Schwerin auch wieder voll. Schwerin hat inzwischen auf der Außenposition Annika Konz eingewechselt und kaum ist sie wieder drin, macht sie das Tor, Theresia Meissner mit dem Treffer für Grünwald-Schwerin. Ball auch wieder leichtfertig weggegeben von den Perlebergern. Und da ist
typisches passives Abwehrverhalten. Also da, selbst als Nicht-Handballer ist mir klar, dass man da nicht durch darf. Ja, das war so, nimm du ihn, ich hab ihn. An dieser Stelle hätte die vorgezogene Spitze einfach mal zufassen müssen, dann wäre das einfach nicht passiert. Dann hätten die anderen Spieler Zeit gehabt, noch zu reagieren. Ja, Stefanie Dube konnte da erfolgreich abschließen zum 14:8. Jetzt haben wir noch eine Minute in der ersten Hälfte. Aber auch dieses Kreisanspiel der Perleberger wird nichts. Und so langsam und sicher hat Sparin dieses Spiel im Griff. Was sie spielerisch scheinbar schon länger hatten, zeigt sich nun auch im Ergebnis. 14:8 der Spielstand. 6 Tore, das spiegelt das Spiel eigentlich auch wieder, würde ich sagen. Ja, an der Stelle ist es eine relativ kleine Torhüterin. Kleine Torhüter haben meistens die Eigenart, unten schneller zu sein als oben, aufgrund ihrer körperlichen Statur. Deshalb ist es zwar sehr schön, einen Sprungwurf nach unten zu werfen, über die Deckung hinüber, aber bei kleinen Torhütern ziemlich sinnfrei. Jetzt ist sie böse umgefallen, Freiwurf. Da kann ich mich noch an der... Oh, in dem Zug gibt's, ist die erste Hälfte auch vorbei. Da gibt es jetzt noch einen direkten Freiwurf, also der muss direkt aufs Tor geworfen werden. Darf man dabei eigentlich hochspringen? Nein, der Fuß muss stehen bleiben. Und jetzt gilt halt diese Regel, ins Gesicht werfen ist jetzt natürlich rötlich, sag ich mal. So, der hat sie abgegeben, damit Halbzeit zwischen Grün-Weiß-Schwerin 2 und dem SV Blau-Weiß-Perleberg, Spielstand 14:8. So, auf geht's in die zweite Hälfte. Grün-Weiß-Schwerin gegen den Blau-Weiß-Perleberg. Und wir haben wieder ein kleines technisches Problem am Anfang. Aber wir sind nur am Stand von 14:8 und jetzt bleibt uns noch ein wenig zu philosophieren. Es ist zwei unterschiedliche... Oh! Ja, jetzt haben wir 10 Minuten Halbzeit angezeigt. Können wir 10 Minuten länger spielen. Jetzt haben sie die Anlage einmal komplett ausgemacht. Und dann wird sicherlich neu eingestellt auf 14:8 und dann wird es mit einmal 30 Minuten weitergehen. Dann haben wir das Problem doch relativ schnell gelöst.